Und das letzte Turnier. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst, eine Vampirin? Jop. Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Ich sagen, damit hier, ich habe ja einiges verpasst. Mögest du einen Weg finden? Gut, da der Nox das soweit noch nicht kennt. Also Ciri geht's gut. Als ich sie zum Hallo, und sag mal, Antivirenprogramm, ey. Also Ciri geht's gut. Wir haben ja die Hauptgeschichte beendet. Wir haben auch eines der guten Enden erwischt. Manchmal ist sie Prosa. Aber sie wird es, glaube ich, nicht mehr drin vorkommen. Das im DLC, meine ich. Deshalb bin ich nicht mehr so ganz nüchtern. So gut kennst du sie doch auch nicht. Nicht mehr nüchtern? Das denn? Aber was willst du denn? Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Dann such deine neue Ehre. Ich stehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling. Berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Kein berittener Kampf. Ein berittener Kampf wird mein Ende sein. Aber komm. Da du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Ruhe leise. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit. Das wird nichts, ne? Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Das wird nichts. Hey. Ja, sag ich ja. Ja, aber auch nicht. Also alles gut. Okay, gut. Ein Treffer wird es. Hallo? Ach komm. Das ist eine Ringerei, ey. Nein, nein! Aua. Mein Pferd wirft mich eh gleich ab. Ha! Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Hallo, ich bin Geralt. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Bring ihn um. Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah. Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das Danke. Freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Geht doch. Ey. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast.
Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Ja. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Nein, wir doch nicht. Nee, Jennifer ist weit, weit über die Berge. Jennifer taucht, glaube ich, auch nicht mehr auf. Hoffe ich. Ihr seid ein grauhaariges Typ. Ewig auf der Suche nach Herren wie jetzt. Herrchen! Hm. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Verschwunden. Einfach weg. Und dann dieser Vogel. Ist sie eine Bruxa? Weggeflogen. Ich sollte hinterhergehen. Och, komm schon. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Ja, du sollst aber trotzdem das Wasser verlassen. Geh da raus. Sonst ist der Vogel gleich weg. So, der Vogel führt mich jetzt wahrscheinlich zu irgendeiner Höhle, wo sie drin schlummert. Warum mische ich dem immer so ein? Wir sind einfach so gutherzig. Wir wollen halt einfach jedem helfen. Kann doch auch nichts dafür. Hallo, du kleiner Fasan. Ein Panther. Das muss ich auch einer Wildkatze doch wehtun. Danke. So, Vögelchen, das wieder weg. Da hinten fliegt. Gott, dieses Bauch immer. Echte große böse Miezekatze. Doch einer. Das geht eigentlich gegen meine Prinzipien. Stimmt überhaupt. Das stimmt. Aber am geilsten ist diese Position hier. Scheiße. Dreibeinige, tote, große, böse Miezekatze. Flieg weiter. Vogel. Och, Gerald. Was kannst du eigentlich? Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Danke.
Ein böser, böser Wicht. Ein harter, böser, böser Wicht. Skyrim nur angefangen und mir ein Charakter steht. Miau. Sehr cool. Muss ich auch mal wieder machen. Irgendwann muss ich das auch mal wieder machen. Also, so eine Frau kann doch nicht so weit schon gelaufen sein, ey. Herrin Vivienne, du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Du bist also doch keine Bruxa. Eine was? Das war mein erster Verdacht, dass du eine Vampirin bist. Ein paar Details schienen darauf hinzudeuten. Aber ich lag falsch. Naja, nicht so wichtig. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Das Vogel sieht aus wie Katzenfutter. Und da ich dir nicht entkommen kann. Etwas Großes Katzenfutter. Und ich vor dir nicht retten kann. Will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Ein Vogelmensch? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut. Weil ich auch ein Mutant bin. Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne, such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Ich versuch's. Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Na, wir sind wohl noch ein Herz dabei. Echt, Macho? Ah!
Jetzt hätte ich mich beinahe verklickt hier. Diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genau bin ich das nicht zu fragen. Der Matz. Was ist dann geschehen? Ist sicher? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales ganz Kind sicher? Auf die Welt. Und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Ich zuerst glaube nicht, daran. Ich glaube nicht. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Ich hoffe, wir haben deinstalliert das Spiel. Nein. Erst wenn wir es durch haben. Erst dann deinstalliere ich es. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. A few moments later. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Das kommt nicht in Frage. Das definitiv. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Also die ersten zwei Sachen. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Wir spielen es ja, denke ich mal, in ein, zwei Jahren nochmal die Reihe. Das vielleicht sogar auf 100%. Mal gucken. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen, es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Das arme Küken. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. Sieben Jahre. Und das hast du hier gerade nur für in eine Decke. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir sieben Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Ja, das ist die Möglichkeit mit einem Vogelweib. Jetzt auch mal Ruhe. Geralt darf nicht mehr mit anderen Frauen. Es ist Geralt verboten mit anderen Frauen, seit er Triss hat. Baguette. Baguette. Kannst du dich beliebig Danke. Verwandeln? Nein, Danke. Aber das Wasser des Teichs hilft. Stimmt. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Ja. Ja. Danke. Komm. Danke. Schmeckt super.
Ich hab Frischus gesehen. Ja! Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, das Frischus. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte nochmal die Badeszene sehen. Kannst du dir in der Wiederholung angucken dann? Immer und immer und immer wieder. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Ja. Heimerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Eieiei. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Gut, geh rein. Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung darob, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Boah, der mit seinen Reimen, ne? Lasst uns beginnen. Jubel, ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Rempelt einfach mal in der Mitte stehen, ey. Ja, war doch klar, dass es Ausfälle gibt, ey. So. Wo sind denn die edlen Ritter? Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich
und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, ja, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auf Geralt von Riva, stark wie ein Stier. Er meisterte alles. Wenn du Freibier willst, ist das Turnier vorbei. Vorzüglich. Ja. Und dann gibt es aber eine Massenschlacht und Freibier. Stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Kämpfen. Alter, Leben, kann er mal aufhören. Nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Es ist Zeit. Auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Der Hexer aus Riva, Geralt sein Name, wirkt alt, doch zeigt jedem, was er kann. Weiß ist seine Haarespracht und er zieht erfahren zur Schlacht. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gorgon. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Und die Titanen umkreisen sich böse. Alter, wie groß ist der eigentlich? Ist er ein richtiger Riese? So gegen Geralt. Das kannst du gar nicht sehen unter der Rüstung. So viel zu er gewinnt. Dieses Jahr trägt Geralt von Riva den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire Gorgon. Hoch Geralt, 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 Geralt. Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Er hat bei der Liebe seiner Herzensdame geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens winken. Na, wenigstens das. Das ist aber kein Wink. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert.
aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Das nehmen wir mal eine harte Abfuhr. Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Hoppala! Spring vom Balkon jetzt. Oh Mann. Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Solche Freunde wünschen wir uns. Ist das so? Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Ich? Verstehe ich gar nicht. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Nein. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Nee, das will ich nicht. Ich will das Küken nicht töten. Wo ich kochen kann. Irgendwie sind wir gemeinsam Kinder. Ich kann zum Glück kochen. Das ist etwas, was ich, als ich allein gelebt habe, lernen musste. Ich glaube, sonst wäre ich elendig verhungert, wenn ich nicht hätte kochen können. Kochen müssen. Ich weiß zwar nicht, ob ich besonders gut kochen kann, aber ich kann kochen. Oh nein! Ein Panther greift das Nest an! Ein Panther? Ich kümmere mich darum. Meinst du hier einen Panther? Ist das ein Panther? Mann, es ist kein Pentagramm oder so. Das ist ein... Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Tritt einfach drauf. Glaub schon. Weißt du, die Vogeleltern gucken dann auch noch bei zu, oder was? So nach dem Motto, Alter, ja. Und töte unsere Kinder. Das ist schon ein wichtiges Skill für die Zukunft. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Also ich möchte es nicht tun. Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden, ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Gerüstetes Ei. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach.
Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Munna Ganderau, Munna Finerat. Jennifer, womit umgegangen wäre. Munna Ganderau. Und Jennifer hätte ja wahrscheinlich links und rechts eine geklatscht, dafür, dass sie nackt vor Geralt gewesen ist und sie wahrscheinlich umgebracht. Oder sie in den nächsten See geschleudert. Verdammt. Tengu, ruf sie an. Geralt, sieh nur. Sieh nur. Götter. Wo hat sie jetzt das Kleid her? Ich kann nach Ochsenfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Wo hat sie jetzt plötzlich das Kleid her? Sie stand ja eben noch nackt. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Ich will es schon nicht wissen. Doch, möchte ich. Richtest du ihm das aus? Weil den Trick würde ich nämlich auch gerne haben. So einmal so, zack. Das spart Zeit. Das spart unglaublich viel Zeit. Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein. Aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. So. Wir sind bisher immer machen die Zippe, ja. Denke ich auch gerade. Unfreundliches Frauenzimmer. Ne? So. Komm hier, meine Plötze. Wie schick sieht sie jetzt aus. Ich glaube, gibt es uns nichts, was besser ist. Weiter so, Plätze. Also geben wir einmal den Auftrag ab. Wir sehen, wo der Anjurke sich auffällt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt erstmal einen auf den Deckel, weil sie ihn weggeschickt hat. Ich leg mir nochmal hin, vielleicht sehen wir es nachher nochmal. Mach langsam. Ja, dir dann vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Guck mal eine gute Nacht, falls wir uns komm schon, nicht Plätze. Mehr lesen. Mach langsam. Ja. Ich lasse mich zu machen. Okay, dann auf jeden Fall viel Spaß im Lurk. Vielleicht bis später. Über sieben Brücken musst du gehen. Hast dich das Bild schon da gerade wirklich geschleudert, ey. Okay, kommt aber trotzdem hinterher. Alter, wo ist der denn ganz? Ach, der ist wieder beim Turnier. Der immer noch. Wollt ihr nicht den Ort verlassen? Ja. Ist ja seine Sache. Wahrscheinlich ist er jetzt betrunken in irgendeiner Ecke.
Ich werde das Turnier gewinnen, Liebste. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Ihre Methode hat funktioniert. Aber wahrscheinlich hat sie nicht mehr lange zu leben. 7 Jahre vielleicht. Ich kann mich aber auch irren. Na, hoffentlich. Du hast mich enttäuscht, Hexer. Ich habe dir vertraut. Und du? Es war Viviennes Entscheidung. Sie wollte es so. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Mein Freund ist Barde und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Ja, dann mach das in Zukunft selber. Es war doch klar. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch für Aufträge haben. Ja. Aber vorher werde ich einmal ganz kurz eine kleine Pause machen, aufs Klo gehen. Dann sehen wir uns hier gleich.